nach 1457 Kilometern quer durch Deutschland und Dänemark sind wir endlich in Frederikshavn angekommen. Jetzt startet unsere vierwöchige Reise nach Norwegen und Schweden. Morgen müssen wir noch ca. 1 Stunde fahren bis auf Hirtshals. Dort geht die Fähre ab Richtung Larvik, Norwegen. Wir hätten natürlich auch nach Hirtshals fahren können, aber der Stellplatz hier in Frederikshavn ist viel schöner gelegen. Wie man sieht, direkt am Meer. Zudem fährt unsere Fähre morgen erst um 12.30 Uhr. Wir haben also noch genug Zeit. Der Stellplatz ist sehr gut ausgestattet und alles geht elektronisch. Nachdem man mit Kreditkarte gezahlt hat, steht auf der Quittung der Code, der dann nachher für Dusche und WC Gültigkeit hat. Vom Stellplatz hat man etwa 20 Minuten bis ins Zentrum von Frederikshavn. Wir sind dann kurz in die Städte reingelaufen. Es war aber an diesem Montag nichts los gewesen. Es hat auch stark gewindet. Es war also nicht so angenehm gewesen. So sind wir dann anschliessend wieder zurück zum Camper. Unser erstes Ziel heute ist die Fähre hier in Hirtshals. Nach einer Stunde Fahrzeit sind wir dann um 11 Uhr angekommen. Wer so eine Fähre bucht, sollte mindestens 60 Minuten vor Abfahrt am Terminal sein. Wir haben also noch genügend Zeit. Abfahrt ist auf 12.45 Uhr terminiert. Und die ganze Überfahrt dauert ca. 4 Stunden. Die ganze Abwicklung läuft problemlos. Voraussetzung ist natürlich, wir haben die Fähre im Vorfeld gebucht, was wir natürlich schon im April gemacht haben. So Überfahrten sind immer schnell ausgebucht, also frühzeitiges Reservieren ist da sicher von Vorteil. Hier bei der Einfahrt zum Check-in-Schalter wird im Vorfeld schon die Autonummer gescannt. So weiss die Mitarbeiterin, die hinter dem Schalter steht, schon wer hier reinfährt. So muss man das Ganze eigentlich nur noch mit dem Reisepass abgleichen. Und dann darf man schon weiterfahren. Ja, die erste Stunde auf Wasser war nicht gerade lustig. Es hat extrem stark gewindet und das Schiff hatte also einen rechten Seegang. Am Sonntag ist zum Beispiel keine einzige Fähre gefahren und gestern am Montag auch nur mit extremer Verspätung. Im Moment ist das Wetter alles andere als gut. Die Fähre von der Coral Line Superspeed
die sind recht komfortabel ausgestattet. Es hat ein grosses Restaurant und nebenbei noch ein kleineres Bistro. Es hat Ruhesessel, es hat eine Business Class, einen Duty-Free-Shop und verschiedene Kleiderläden. Wer will, kann natürlich auch noch eine persönliche Kabine dazu buchen. Auch die Reise nach Norwegen hat ohne Probleme stattgefunden. Der Zöllner hat uns natürlich kontrollieren. Vorher hat er alle Fahrzeuge durchgewunken. Kaum sieht er einen Schweizer, dann wollen wir den mal genau anschauen. Es war aber ein freundlicher. Er war ein bisschen verwundert, dass ich nur eine Idee dabei hatte und keinen Pass. In Larvik zu übernachten, wenn gerade eine Fähre ankommt mit vielen Campern, ist vielleicht nicht gerade die beste Variante. Wir sind dann weitergefahren ins Landesinnere nach Kongsberg. Das ist ca. 90 Minuten entfernt von Larvik. Dort haben wir auf dem Stellplatz, fast im Zentrum, noch ein Plätzchen bekommen. Obwohl morgen am Mittwoch gerade ein Jazzfestival stattfindet. Es ist ein einfacher, zentrumsnaher Stellplatz. WC und Dusche gibt es im naheliegenden Hallenbad. Wir waren die einzigen Nicht-Norweger. Und die haben sich wahrscheinlich gefragt, was wohl ein Schweizer hier am Jazzfestival macht. Aber wir sind ja nicht hier wegen der Musik. Anschliessend sind wir noch kurz in die Städte hineingelaufen. Aber es war auch hier nicht viel los. Das wird sich sicher morgen ändern. Aber dann werden wir schon nicht mehr da sein. Wer in Norwegen unterwegs ist, der wird früher oder später auch mit dem Strassenmautsystem in Berührung kommen. Auch in Norwegen gibt es Strassen, die sind gebührenpflichtig. Das heisst, man muss für den Streckenabschnitt, wo gefahren wird, zahlen. Das können normale Strassen sein, Tunnels, Brücken, Umweltzonen und natürlich auch normale Autobahnen. Das Ganze ist aber sehr unkompliziert. Man muss sich eigentlich im Vorfeld um nichts kümmern. Man kann einfach losfahren und fertig. Es ist also nicht so wie zum Beispiel in der Schweiz, Österreich oder Slowenien, wo man zuerst eine Vignette kaufen muss, bevor man darf losfahren. In Norwegen funktioniert das ein bisschen anders. Wenn man merkt, dass man auf so einer Strasse unterwegs ist, wird einem zuerst einmal gezeigt, was das Ganze kostet. In diesem Fall 38 Kronen. Das sind 3,40 Franken ungefähr. Anschliessend kommt das Kamerasystem,
die automatisch Nummernschilder scannen. Irgendeinmal, das kann bis zu 6 Monate und länger dauern, kommt man eine Rechnung über, die man nicht zahlen darf. Einfacher geht's, wenn man sich im Vorfeld bei epass24.com registrieren mit seiner Autonummer und mit seiner Kreditkarte. Dann werden die Beträge nämlich automatisch dort abgebucht. Aber wie gesagt, ist nicht unbedingt notwendig. Some kind of shimmer in your presence, unlike no other I had met. You got me spinning. Aber weiter jetzt zu unserer Reise. Wir sind auf dem Weg zum Geiranger Fjord. Das ist von Kongsberg aus ca. 470 km entfernt. Die Fahrt geht über die D16 Richtung Norden. Später wechseln wir dann auf die Nummer 51. Das ist eine norwegische Landschaftsroute mit einer Länge von 49 km. Im Winter ist die Straße gesperrt. Unsere erste freie Übernachtung in Norwegen. Ein schöner Platz, etwas abseits von der Hauptstrasse. Wer die Strasse hier weiterfahren möchte, muss zahlen. Also schnell einmal zum See runterfahren und schauen, wie kalt das Wasser ist. Kostet 10 Franken.